Guten Morgen zu Skyrim. Ich habe mal ein bisschen hier eben, wie ich es gesagt habe, versucht die Einstellung hier mal. Ich weiß aber nicht, was was bedeutet. Ich habe sie im, wenn man das Spiel ja startet, dann kann man ja schon alles einstellen. Und da habe ich alles mal ein bisschen weiter, ein bisschen nach rechts gemacht. Aber hier ist es nicht weiter rechts. Und es speichert immer wieder. Ich verstehe das sowieso nicht. Warum kann er nicht einfach nur dran stehen, weit? Also Sicht und dann weit, nicht weit, irgendwie sowas. Ein bisschen wie bei Minecraft. Also ich finde diese Zahlen immer so verwirrend. Heißt das, ist, was heißt es jetzt? Meistens ist es nach rechts, man kann weit gucken. Gucken wir mal. Ja, gucken wir mal. Was wir vorhaben, ich habe alles weggetan und sowas. Oder verkauft oder whatever. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Und eigentlich wollte ich ja jetzt mit euch Werwolf machen und diese Rotwadronen da, ne, weghauen. Aber ich habe mehr Lust auf was anderes, nämlich hier runter. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir machen einmal Hilgruns Grab und dann gehen wir hier weiter und gehen zu Ivarstadt. Ivarstadt hat noch einige Sachen. Und Hilgruns Grab wird ja auch noch was. Wir haben 2 Uhr, 2 Uhr. Halb drei nachmittags am 23. Mal gucken, wie schnell das da ist. Das ist nämlich wirklich nicht weit weg, wenn man mal überlegt, wie das Spiel ist. Dauert es ungefähr, in Real Life würde das vielleicht eine Stunde dauern oder. Ja, eine Stunde. So oft, so lang laufe ich in die Stadt. Und daher haben wir jetzt 7 Uhr. Ja, mein Gott, machen Sie es halt ein bisschen länger. Aber unser Pferd ist ja immer wieder. Tschüss, Pferd. Ich glaube, das ist ein Bug. Ich habe jetzt ein Pferd, aber das Spiel will eigentlich nicht, dass ich das Pferd habe und deshalb läuft es mal weg von mir. Weil wenn das Pferd nicht mir gehört, läuft es weg. Wenn es aber keinem anderen gehört, gehört es jetzt mir. Das heißt, fucked up. So, kann ich jetzt weiter gucken? Also die FPS ist auf jeden Fall ein bisschen runtergegangen. Das ist schon mal nicht gut. Und jetzt gucken wir mal, ob ich weiter gucken kann. Ja, doch ein bisschen genauer ist es, ne? Hübsch. Nur doof, wenn dann 10 FPS dafür weg sind. Dann wollen wir mal. Oh. Okay, gucken wir erstmal die ganzen Sachen an. Der Mystiker. Ach, das hilft mir so sehr, die Mod. Ist mir aufgefallen. Oh, bei Kühne. Habt ihr mich erschreckt? Hier treibt sich ein Totenbeschwörer herum, also passt auf euch auf. Ja. Könnt ihr mir helfen? Er ist Ja. in der Gruft. Ja, will Weiß ich. der Himmel, was Hä? er mit meinen Was ist jetzt toten los? Ich Verwandten habe E gedrückt und anstellt. danach R und danach. Weil ich dachte, er hat die Waffe gezogen, dass ich die Waffe auch weglegen muss. Wer ist denn im Grab? Bla bla Was? bla bla Ja, bla 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 meine bla Tante ist bla. ihm hineingefolgt. Er Aber lässt sie. alleine reingehen, bla bla bla. Mein Aber da, Pferd, ich könnt ihr will, mir ich finde es helfen? schon wichtig, dass er Er es ist in der erklärt. Gruft. Los geht's. Großartig. Ich sperre die Tür auf und treffe euch drinnen. Dann könnt ihr vorausgehen. Ja, macht das. Ich guck mal, ob ich alles ausgerüstet habe. Ich denke mal schon. Jo, jo, jo. Mir ist aufgefallen, man kann das Spiel ganz schön ein bisschen eventuell breaken. Würde ich jetzt hier, was ich habe ja diese Schmiedekunst. Wenn ich das nochmal finde oder halt benutze, dann könnte ich, es sind 17%, das ist ziemlich gut. Ich glaube, ich schaffe gerade bei Verwandlungen nicht so viel. Aber ich könnte Verwandlungstrank trinken. Ich glaube, ich habe sowas. Meine mächtigen Seelen benutzen, um einen Ring, ein Amulett und ein Diadem zu machen. Und das dann jeweils 15% oder sowas. Und dann hat man schon ziemlich um einiges mehr. Also heißt, man könnte schon viel bessere Sachen schmieden. Eigentlich. Versteht ihr? Deshalb ist es ja, war es ja auch so einfach, die Truhen zu öffnen oder Sachen zu verkaufen. Weil ich davon zwei Sachen habe, die es erhöhen. Also mal gucken. Mal gucken. Nur alter Kult. Und wir wollen ihn natürlich beschützen. Ne? Also. Er tut mir leid und ich, seine Geschichte alleine tut mir schon leid. Deshalb versuchen wir ihn natürlich zu beschützen. Und ich habe mir gedacht, Untote, da werden wir doch endlich mal diese Schutz, die Schutzrolle, die Schutzrolle, die Spruchrolle. Wir sollten Wals. Was? Los geht's. Walsweran wird mit dem Leben dafür büßen. Muss man ein bisschen lauter machen, ich verstehe dich wieder gar nicht. Was? Aber wenigstens siehst du so aus, als ob du kämpfen könntest. Das ist doch mal gar nicht scheiße. Ah, oh, Ohren sind immer toll, da sind immer Geld drin. Aber dann wiederum nicht viel, also könnt's eigentlich auch ver. Ich könnte es auch lassen.
Nein, ich habe alles. Oh. Kannst du gleich wieder haben. Hier, kannst du gleich wieder haben, deine blöde Waffe. Drauger, Dingens, fucking Ding, bla. Guck mal hier, ich habe die Spitzhacke mal einfach mal verzaubert. Weil ich die Verwandlungspunkte, Lernpunkte haben wollte. Die Spitzhacke absorbiert jetzt. Das heißt, ich könnte einfach mal auf einen eindreschen, wenn ich ein bisschen Energie brauche. Obwohl es natürlich Bullshit ist. Hattest du nicht. Und den kann ich nicht wegtun. Da, altes Nordschwert, kannst du gleich wieder haben. Bitteschön. Kacke auf die Urne. Ah, finde ich gut, dass er nicht als jemand gilt. Seid das ihr? Nein. Ja, komm. Voll ins Gesicht. I love it. Guck mal, da hat sie irgendwas vorgelegt. Ob das wohl... genau, ich habe auch... Ich hoffe, das hilft. Ich habe ein bisschen die Leute, die Sichtweite der Leute hochgeschraubt. Nur 2 Punkte oder so. Ich hoffe, dass das hilft. Dass ich die Gegner vielleicht ein bisschen vorher sehe. Wieso kann ich die Schneebären nicht von da nehmen? Aber okay, hier ist eine Falle. Welche Falle würde da denn kommen? Ah, okay, bestimmt irgendwie Schuss. Was sollte das jetzt? Einfach nur wegen Neugierde oder? Ah, hier, der heruntergekommen. Das ist ja doof. Brachte er gar nichts. Okay, weiter geht's, Leute. Lydia. 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 Ich lauf dich um. Vorsichtig! Ich soll vorsichtig sein! Ich soll vorsichtig sein! Oh, danke! Oh, Lydia ist weggegangen. Schnell speichern. Okay. Wir haben ja Droge. Oh, die haben schön viel Geld. I like. Und mein Pfeil wieder zurückhaben. Über diese Drohnen. Drohnen? Da ist ein gewöhnlicher Seelenschein. Ich habe die Kleinen jetzt alle immer benutzt. Das Dumme ist, die Großen sind um einiges schwerer. Aber die Kleinen. Sind das Opfergaben, wie er erzählt hat? Ah, das sieht doch schon mal. Oh, ein Geißel. Mein Gott. Hast du draußen gegen einen gekämpft? Hier ein. So dumm. Nein, das ist noch eine Geißel. Nein, nein, nein. Ihr müsst aufpassen. Oh, ich bin so schlecht. Trifft. Boah, er wird aber auch zäh. Wow. Das ist aber brutal. Ihr richtig zusammenschlagt. So viel Geld. Schön. Ich hoffe, das Geld brauchen wir noch. Weil sonst bin ich ein bisschen sauer, dass ich das Geld einfach so... Ich hätte es hier feuern können, aber muss ich auch nicht. Nein, ich wollte das gar nicht haben. Oh Mann, ey. Ein Wein brauche ich nicht. Das ist mir zu schwer. Oh, guck mal. Oh, der freut sich. Der küsst gerade den Boden. Oh. Hat schön ist sein Bein nach oben. Weil ich... Alto-Wein brauche ich noch. Das weiß ich noch. Nordmed. Oh.
Man kann die auch durchsuchen an der Wand. Konnte ich eben nicht. Oder konnte ich? Lass uns nochmal hochgehen. Aber vielleicht sind diese ganzen Ölteppiche auch für die... Warte. Nö, kann ich nicht. Ah, okay. Für die Magier. Das ist natürlich fair, muss man sagen. Dass die auch einen kleinen Vorteil haben. Die Ohren haben ja gar nichts. So, zwei... Trauger. Nein, nein. Ich wollte meinen Fall eigentlich nur wieder haben. Ach, was soll's. Werfe ich dann weg. Bald habe ich 90. Bald habe ich 90. Weil. Bam. Die gehören meiner Familie. Na gut. Ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt, solange ihr mir helft, wahllos zu werden. Das ist ja geil. Das ist ja geil, dass sie das eingebaut haben. Das macht auch Sinn. Das finde ich cool. Das Dumme ist, ich habe jetzt zwei Leute, wo ich nicht mitkämpfen kann. Weil ich schlecht im Schießen bin. Und die schlecht zur Seite gehen, um damit ich mal schießen kann. Oh nein, da ist die Frau. Oh nein. Komm her. Nein. Tante Agna. Talos. Wieso bin ich nicht mit ihr zusammen rein? Oh. Er hat die Tür verriegelt. Nur die Götter wissen, was er da drinnen mit den Leichen meiner Ahnen anstellt. Du tust mir so leid. Agna hat mir einmal erzählt, dass es weiter hinten einen geheimen Raum gibt, wo in Ungnade gefallene Mitglieder der Familie begraben wurden. Vielleicht kommen wir so in die Hauptkammer. Okay. Oh, das tut mir jetzt so leid. Jetzt wirst du die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen haben. Oh Mann, wirklich. Ach Mann. Aber ich verstehe es sogar. Manchmal hat man Angst und dann traut man sich einfach zu etwas nicht. Wer kennt das nicht? Und dann bereut man es danach. Aber man kann einfach nicht einfach sagen, okay, mach ich's trotzdem. Ach Mann. Finde ich so toll. Die Tür ist von der anderen Seite. Soll ich sie ausziehen? Oh, die Agna war aber richtig mutig, hier runter zu gehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du kannst da irgendwann drüber wegkommen. Oh Mann. Sind es eigentlich untot? Ja. Alchemie war gut. Ah, Hilfe. Ich komme mit denen. Ah, ich versuch's auf jeden Fall. Okay, hab's geschafft. Au, tot. Sehr gut. Für Himmelsrand, das finde ich viel sympathischer. Für Himmelsrand, das ist viel besser als für irgendwas, irgendwie Nord oder so. Weil für Himmelsrand heißt für alles, wo wir leben. Für alle. Für jeden. Sehr sympathisch. Deshalb, er ist mir sympathisch. Da kann ich jetzt leider nicht schießen. Aber hier ist eine Truhe. Oh, eine mächtige Seele. Sehr gut. Apropos, soll ich die mal aufsammeln hier, die Leute? Ich kann ja gleich mal, wenn ihr kämpft, mitkämpfen und einen Dolch benutzen. Vorsicht! Hier ist irgendwo ein Druckplattenschalter. Ich habe ihn schon ausgelöst. Der Druckpfeilen beschossen worden. Ah, okay. Ah, fuck you. Mann, ich komm nicht ran. Kann ich auch. Oh mein Gott, okay.
Plötzlich waren da drei Stück. Ich hätte mal ein Druckplattendingens, was er gesagt hat, machen sollen. Was? Wieso widersteht ihr, ihr blöden Säcke? Okay, scheiß auf die Druckplatten. Wir gucken mal. Oh Mann. Zum Glück habe ich diesen... ich vergesse immer Y zu drücken, muss ich zugeben. Die Begräbnisuhren haben wirklich schöne Sachen, muss man ja mal sagen. So, hier geht's weiter. Lass uns erstmal hier hingehen. Ach, die kann ich also durchsuchen. Ist hier eine Druckplatte? Vorsicht, 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 Vorsicht. Schön viel Geld, nein. Da oben geht auch. Seltsam, manchmal geht's. Oh mein Gott, vergoldete Elfenrüstung, yes. Kann ich eine verzaubern? Yes. Einfach nur, um einen kleinen Vorteil zu haben. Supi-dupi. I like. So. Achso. Hä? Manchmal geht's, manchmal nicht. Okay, was soll's. Ach, stimmt, schon scheiße zuzusehen. Deine Tante ist tot und du bist ein bisschen mitschuld. Okay, er kann ja trotzdem nichts dafür, dass da ein Arsch ist und seine Leute umbringt. Also, wann kommt jemand und beklaut deine Ahnen? So. Die haben alle Gold. Ich mag das total. Warum? Goldgeile Typen. Irgendwo soll hier eine... Warum machst du mir so Angst mit der Druckplatte? Jetzt bin ich die ganze Zeit am... Oh, das ist Ebenerzstiefel. Jetzt soll ich ein Ebenerz zusammen mal tun. Habe ich jetzt verkauft, das andere Ebenerzteil. Weil ich mir gedacht habe, diese Nord-Sachen sind auch gut. Aber ich könnte ja zu Hause mal Ebenerz zusammensammeln. Verkaufen muss ich es ja nicht. Gut. Ah, da ist noch mehr. Oh, ist ja gut jetzt. Ich meine, ich freue mich, aber... Beschlagene kaiserliche Rüstung, nö, danke. Brauche ich noch nicht. Da, ich sehe dich schon. Oh mein Gott, ein Fürst. Ah. Ich reiß euch das Herz raus. Warte. Ich helfe. Ich möchte den einfangen. Ich möchte den einfangen. Oh Mann, wieso widerstehen die denn? Blöden Drauger. Ich denke mal, der weiß, wie Menschen sind. Ich denke mal, das geht nicht. Ich weiß, wie fucking Menschen sind. Also lass ich's. Pack drauf. Oh mein Gott, ein Fürst, ey. Oh, deine Mutter ist ein Fürst. Oh. Kack. So viel Geld. Also so ganz viel, also so Kleinigkeiten, aber ganz viele. So schön. Oh, oh. Ah, das war so klar. Pfeil springt ab. Ein Skiver ist hier. Yay. Gib mal dein Gift. Mache ich gleich. Haben wir hier? Nichts. Soll ich es kaputt hauen? Könnte irgendwas hinter sein? Könnte, könnte. Nee, glaube ich nicht, ne? Ich soll Goldir beschützen? Was war das? Ja, beschütze Goldir. Okay. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss ihn nicht beschützen. Durchsuchen Skelett.
kann es nicht wirklich sehen. Aber okay, Streitkolben der Müdigkeit nehme ich mir mal. Echt aufpassen. Manchmal kann da was hinter sein. Man sieht es nicht. Weil einiges kann man durchschneiden, einiges nicht. Makes sense. Gucke ich mir gleich an, gucke ich mir gleich an, gucke ich mir gleich an. Stehst du auf? Nein, okay. Sicher ist sicher. Der steht aber auf, ich sehe das doch schon. Oh, doch nicht. Huch. Ich hätte schwören können, du stehst auf. Da aber, der. Hä? Instant Death ist immer gut. Da! Warum geht das nicht? Warte, ich helfe euch. Ich kümmere mich um den hier. Ja. Voll die. Jetzt bezahlt ihr. Nein, Gold ist gut gleich. Los, los, ich halte ihn ab, dass er überhaupt irgendwas machen kann. Sehr gut. We are the champion. Sieht aus wie die Ecke, von der Agna mir erzählt hat. Sie sagte, der Bär würde den Weg weisen. Der ist ja auch überhaupt nicht auffällig. Ja, einmal gehen wir zurück jetzt und sammeln alles ein. So, hier sind nämlich noch Begräbnisuhren und die sind immer gut. Okay, die war jetzt nicht so toll. Die war schon. Oh yeah. Oh yeah. Und Amethysten, immer gut. Schön, kann er bewegt sich noch. Vielleicht ist er sofort Instant Death, aber nee, dann würden die es sagen. Oh, Schuppenhelm gibt schön viel. Oh Mann. Gleich dran denken, wenn die ganzen Gegner auf uns zustürmen. Ich meine, jetzt kamen schon die Gegner, aber wir hatten es noch einigermaßen unter Kontrolle. Einigermaßen. Also, kann man schon sagen. Der hier war gar nicht mal so leicht. Ruheloser. Der kam doch, so ruhelos war er jetzt nicht. Hat sich ziemlich schnell wieder hingelegt. Okay. Genau. Granat. Oh, geil. Gleich werden wir aus Spaß den Drachen anklicken. Einfach nur, um das Spiel ein bisschen zu verarschen. Weil der Bär soll das Geheimnis sein. Soll er sterben? Wer macht bitte weiter, obwohl er gestorben ist? Also, verstehe ich nicht. Probiert man da nicht die ganze Zeit aus und spielt besser, damit er nicht stirbt? Vielleicht bin das nur ich. Geschmeidiger alter Nordbogen. Das ist was anderes. Cool. Den kann ich vielleicht viel stärker machen. Das erste Mal, dass ich sowas hab. Beim, warte mal, wie viel? Der Elfenbogen hat 44. Weil er lesen ist. Mal gucken. Mal gucken. Warum kann ich die nicht öffnen? Einfach nur öffnen und reinschlagen. Ich meine, da würde man noch ganz schön viel ersparen. Okay. Das war's mit denen. Wir speichern und drücken natürlich mal das Falsche. Auch können wir nicht. Okay. Ah, doch, an der Seite kann man ziehen. Nee, doch nicht. Nur hier. Okay. Ihr habt den Gang gefunden. Ja. Führt durch den Sarkophag. War super schwer. Versteckt. Mir gefällt das nicht.
Aber wir beeilen uns besser. Jo, machen wir. Ich habe hier nämlich Schriftrolle. Untote bis Stufe 30 werden in Brand gesteckt und fliehen 30 Sekunden lang. Das hört sich doch gar nicht so scheiße an. Ich weiß nicht, wie es funktionieren wird, aber ansonsten machen wir hier irgendwie Feuerball. Das, obwohl ich bestimmt auch meine Leute hier in Brand stecke. Mal wieder ist alles erhellt. Was total Sinn macht. Und alle, überall allen Balsamierungszeug. Weil wichtig und so. Mir gefällt das auch nicht. Oh fuck. Jo, ist das schon alles? Scheiße, Entschuldigung. War da noch jemand? Entschuldigung. War nicht so gemeint. Oh mein Gott. Ebenerzschwert. Boah, geil. Mache ich vielleicht Farkas später zu so einem Ebenerzkrieger. Warum nicht? Oh mein Gott, da heilt sich schon wieder hier der Gold. Wie heißt er nochmal? Goldier. Oh, es hört sich wie Goldlöckchen oder irgendwas mit Gold an. Goldier. Wie so ein Goldhamster. Na komm, Goldier. Ja, komm. So, wir haben zwei Türen. Ich denke mal, die eine geht zurück. Gut. Da gucken. Diese Tür müsste zur Hauptgrabkammer führen, wo Wahl sich verkrochen hat. Gehen wir rein und bereiten der ganzen Geschichte ein Ende. Ah, die hier? Okay, warte kurz. Eisentür. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Erstmal gehen wir hier hin, weil... War das nicht da, wo wir nicht weiterkamen? Ja, das ist die Haupthalle. Was ist denn hier? Really? Mit Level 86? Okay, vielleicht streckt man sich auch nicht mehr an dann. Ah, okay. Jo, war in Ordnung. War besser als die Meister-Schatulle da bei den anderen. So, wollen wir doch mal gucken, was uns erwartet. Ja, die ganzen Uhren und so machen wir später. Danke, dass Sie mir mit Wals geholfen haben. Bitte, nehmt das hier und lasst mich allein, damit ich Tante Agner und die anderen Mitglieder meiner Familie sehen kann. Warte. Ja, komm, jetzt machen wir das mal. Schriftrollen. Ein uralter Kult. Was habe ich bekommen? Ist egal. Ach so, muss ich ausrüsten. Ja, aber ich habe doch... Sie fliehen. Ja, ich mache Hackfleisch aus ihm, keine Sorge. Wir schaffen das. So, komm. Warte, ich kümmere mich um die. Nein. Oh mein Gott.
Entschuldigung, Entschuldigung. Haben wir es? Was für ein Gemetzel. Geil, was hab ich denn bekommen von dir? Ich meine, ich habe ihn einfach mal so umgebracht. Genial.